Hallo und herzlich willkommen zu Naval Action. Heute geht es um Kanonen, beziehungsweise hauptsächlich, was mache ich denn in-game mit diesen verschiedenen Möglichkeiten. Ich habe ja Ketten, ich habe ja normale Kanonenkugeln, Doubles und also doppelte Ladung, doppelte Kugeln, Double Shot, Double Charge. Da gehen wir jetzt einmal drauf ein. Das kann man in den Perks zum Beispiel einmal einstellen. Und zwar hat man hier Perks, die nennen sich Double Shot ermöglicht Doppelschuss und Double Charge ermöglicht Doppelladung. Mit diesen füllt man einmal doppelte Kanonenkugeln quasi ein, also der NPC stopft dann eine zweite Kugel in den Lauf. Double Charge, Doppelladung, da wird mehr Pulver quasi in die Kanonen gefüllt. Das eine macht 25% mehr Damage und das andere hat 25% mehr Durchdringung, also Double Shot 25% mehr Damage und Double Charge 25% mehr Durchdringung. Das kann man nur auf Medium und Longs laden, also auf diesen komischen 2 Pfund Guns da vorne zum Beispiel nicht, und auf den Karonaden auch nicht. Also da, wo man die Ketten laden kann, beziehungsweise nee, Ketten kann man auch auf Karonaden laden. Also Double Shot, Double Charge nur in Mediums und Longs rein. So. Wie kann ich das noch erhöhen? Es gibt noch Perks, die können das verbessern. Da haben wir hier zum Beispiel einmal zwei Extraladungen mehr. Zwei Extraladungen heißt dann zweimal von dem ganzen Schiff. Also wenn mein ganzes Schiff zum Beispiel 30 Kanonen hat, dann kriegt man 30 Schuss mehr. Extra Doppelschuss ist gleicher. Dann gibt es das gleiche auch noch für... Na, wo haben wir es? Da extra Ketten. Das kann man alles verdoppeln. So, wollen wir uns das einmal in-game angucken? Ich habe hier eine kleine Mission angenommen. Die machen wir gleich einmal. Da kriegen wir dann jetzt ganz sicher einen Rang 6 Spieler, also beziehungsweise Rang 6 Gegner. Und da zeige ich euch dann einmal, wie das geht. Und wir sehen uns dann gleich in-game. So, wir laden jetzt in unsere Kill-Mission rein. Warum mache ich jetzt eine Kill-Mission? Da ist einfach alles ganz locker. Da habe ich ein schwaches Schiff. Hier habe ich eine Navy Brig gegen mich. So schwach ist die jetzt nicht. Aber es ist alles ja kontrolliert. Man kann kein Loki reinspringen. Etc. pp. Und wir haben jetzt hier ein bisschen Anfahrtzeit und ich kann ein bisschen quatschen. Also, ich gehe mal auf die 1. Das ist meine linke Breitseite. Da habe ich jetzt meine Kanonenkugeln, von denen habe ich unendlich. Kettenkugeln. Dann habe ich noch vorne die Kartätschen, die Double Balls und die Double Shots. Also auf 4 sind die Double Balls, auf 5 die Double Shots. So, wir laden jetzt erstmal ganz normale Kanonen durch. Da schießen wir einmal rauf. Auf der anderen Seite laden wir mal Double Balls durch. Na, machen wir mal auf der 1 Double Shot. So, und dann sehen wir das auch gleich. Hier auf dem Bug, da kann ich das nicht reinladen. Wenn ich hier 4 und dann nochmal 4 drücke, dann geht das nicht. Wenn ich 4, 5 mache, geht das auch nicht. Kettenkugeln kann ich auch nicht reinladen, also diese ganzen komischen Kanonen, die können halt nur ganz normale Balls verschießen. Dafür könnte ich hinten jetzt theoretisch Chains reinladen oder auch die Double Balls oder die Double Shots. Double Balls, Double Shots reinzuladen dauert tendenziell ein bisschen länger. Beziehungsweise, wenn man dann aus einem voll aufgeladen das wechseln will, dann dauert es auch ein bisschen länger, weil, naja, er wechselt halt die Ladung, ne? So, ich habe hier 9 Pfund Medium Guns drauf, also das hält sich da alles in Grenzen. Wo wir gerade bei den Kettenkugeln sind. Oder andersrum, fangen wir doch mal mit den ganz normalen Kugeln an. Was können die denn? Die machen Rumpfschaden, die machen Crewschaden. Mit denen kann man Lecks schießen und die machen keinen Segelschaden. Dann gibt es die Kettenkugeln, die machen ein ganz bisschen Rumpfschaden. Die machen ganz viel Segelschaden und die machen auch Mastschaden. Die normalen Kanonenkugeln machen keinen Mastschaden. Also nur mit den Kettenkugeln kann man irgendwas an den Segeln oder den Masten machen. Ja, mit den anderen geht das halt einfach nicht. Ich habe jetzt in-game leider keinen Sound. Entschuldigt mich da bitte. Genau, aber wir fahren jetzt einmal ganz kurz Breitseite und dann zeige ich euch mal die Ladung. Die hat jetzt 25% mehr Durchdringung. Vielleicht sehen wir das ja auch. So, wir gehen jetzt an seine rechte Seite ran. Wenn er uns ranlässt, na, ein bisschen schief. Na, komm, jetzt kommt er zurück.
und schießen mal rauf. Und haben alles in die Wette geschossen. Das ist natürlich jetzt etwas peinlich, aber okay. Probieren wir es mal mit der anderen Seite. Das passiert mir normalerweise nicht so häufig. So. Jetzt wollen wir mit ihm Breitseite an Breitseite fahren. Das wäre zumindest so ein bisschen das Ziel. Denn was wir jetzt erkennen könnten, wenn er zum Beispiel angewinkelt wäre oder eine höhere Rate hätte, dann würden wir mit der doppelten Ladung besser Lecks schießen können oder das Anwinkeln würde nicht so viel bringen. Wir würden eher treffen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine angewinkelte First Wave mit 9 Pfündern schießt und der ein bisschen angewinkelt ist, dann kann das gut sein, dass die Kanonendurchdringung halt zu gering ist, weil der Winkel zu groß ist. Und mit der Durchdringung erhöht man das nochmal um 25%. Also wenn jetzt meine Kanone 100 Durchdringung hat, hat sie dann mit diesem doppelter Ladung eben 125. So, jetzt machen wir doppelte Kugeln. Die machen dann 25% mehr Schaden. Ne, macht das Ding meinetwegen. Na gut, macht die Kanone Kugel, also macht die Kugel 40 Schaden, machst du halt dann 50. So, schießen wir jetzt einmal rein. Diesmal will ich nicht alles wieder in die Welle hier versenken. Das wäre dann sehr peinlich. Und 12 Treffer. So, wir sehen jetzt ein bisschen links, ein bisschen rechts. Also wir haben insgesamt vielleicht zwei Balken Schaden gemacht. So, jetzt laden wir links einmal normal durch, damit ich euch das zeige, dass es dann gleich ein bisschen weniger Schaden gibt. Also die doppelte Ladung lädt man dann zum Beispiel durch, die Double Shots, Entschuldigung, die Double Shots, also doppelte Kugeln lädt man dann zum Beispiel durch, wenn der Gegner irgendwie, weiß ich nicht, gerade ein bisschen low gegangen. Oder jetzt hier, er winkelt es ein bisschen an, jetzt können wir die doppelte Ladung gut benutzen. Und schön, habe ich wieder ordentlich was getroffen. Vorher hatten wir da etwa zwei Balken, jetzt haben wir nochmal bisschen mehr als zwei abgezogen. Ich lade hinten auch nochmal die doppelte Ladung oder die Doubles durch, die doppelten Kanonenkugeln, damit ihr auch seht, dass da zwei rausfliegen. Das kann man nämlich ganz gut. Und dann hoffe ich, dass wir nochmal irgendwie an irgendeine Seite rankommen, dass ich euch das mit den normalen Kugeln zeigen kann, weil die dann theoretisch weniger Schaden machen sollten. Gut, es kommt auch immer darauf an, wie viel trifft man, wo trifft man. Wenn man ein bisschen tiefer trifft, macht man tendenziell ein bisschen mehr Schaden am Rumpf. Wenn man ein bisschen höher trifft, trifft man auch mal die Crew. Das ist alles ein bisschen hakelig hier in dem Spiel. Und mittlerweile, es steht halt auch nirgendwo mehr. Das ist immer so eine Gefühlssache. Das hat man mal über die Jahre rausgefunden. Und das ändert sich dann teilweise auch wieder ganz komisch. Das muss man in den Patch Notes nachlesen, wenn es dann überhaupt da drin steht. Ja, mittlerweile ja die Angewohnheit, dass nicht mehr alles drin steht. So. Jetzt haben wir die links die Ladung, die will ich nicht sehen, aber nach hinten weg. Ich mache es jetzt Einzelschuss. Da fliegt jetzt nur eine, genau. Das sollte eigentlich so nicht sein. Dann laden wir mal die anderen durch. Ich hatte auch das Gefühl. Gut, bei der doppelten Ladung fliegt auch nur eine. Okay, also früher war es mal so, dass bei der Double Shots auch zwei Kugeln wirklich rausgeflogen sind. Nichtsdestotrotz sollte es theoretisch immer noch so viel Schaden machen. Oder mehr Schaden machen. Ist natürlich jetzt sehr schade, dass das hier optisch nicht dargestellt wird. Wurde, wie gesagt, vorher mal. Aber wahrscheinlich im Zuge von irgendeinem dieser Updates haben sie das mal rausgenommen. Ich werde das mit einigen Schiffen mal außerhalb der Kamera noch ein bisschen durchprobieren und dann noch was dazu sagen. Na gut, ich werde jetzt hier mal ganz kurz den Gegner besiegen und dann machen wir mal eine Conclusion. So, damit haben wir diese Navy Brig versenkt. Um jetzt hier nochmal ganz kurz zusammenfassend zu werden. Wir haben normale Kanonenkugeln, die machen alles außer Segelschaden. Wir haben die Kettenkugeln. Die machen nur Segelschaden und ein ganz bisschen Rumpfschaden, aber es ist nicht wirklich sinnvoll, damit auf Rumpf zu schießen. Wir haben die Kartätschen, das ist auf 3, die machen ganz viel Crewschaden, dafür gar keinen Rumpfschaden. Die sind auch bitte erst einzusetzen, wenn irgendwie eine komplette Seite gar nicht mehr zu sehen ist. Also
wenn ihr hinten, vorne, links, rechts ist irgendwie komplett weggeschossen habt und nur noch der Mittelbalken, also es direkt an den Mittelbalken grenzt oder fast kaputt ist. Also es muss auf jeden Fall schon Schaden daran gemacht werden. Auf ein komplett neues Schiff mit Kartätschen ranschießen bringt nicht allzu viel. Dann gibt es auf 4 die Double Balls. Theoretisch sollten dann auch zwei Kanonenkugeln rausfliegen. Haben wir jetzt leider nicht gesehen. Aber sie machen 25% mehr Schaden. Dann gibt es noch die Double Shots. Die machen 25% mehr Durchdringung. So, wann was am besten einzusetzen ist, ist so ein bisschen jedem selber überlassen. In so einem PvP-Gefecht kann es aber zum Beispiel recht sinnvoll sein, dass wenn ihr dem Gegner gerade eine Seite weggeschossen habt, ihr dann nochmal mit Double Balls nachtretet, damit ihr nochmal extra mehr Schaden bekommt und dann schneller stirbt. Oder, also beziehungsweise schneller versenkt wird, entschuldigt. Oder aber, wenn ihr jetzt im Boarding seid und die Seite von dem Gegner weg ist und mit dieser Seite ihr, also diese Seite, die von ihm komplett weg ist, an der ihr dann dran seid und ihm dann die Crew rausschießt, dann kann er nicht so schnell nachladen, kann er nicht so schnell die Segel setzen, ist er im End dann auch nicht mehr so gut. Das im PvP-Gefecht ist das natürlich auch sehr angenehm, wenn der Gegner halt einfach kaum noch Männer hat, dann kann er auch nicht mehr so schnell reparieren, dann säuft er schneller ab und solche Kleinigkeiten. Dafür ist das alles gut, da muss man so ein bisschen variieren. Und wenn man sich, wie gesagt, ein tolles Schiff bauen will, kann man natürlich dann auch mehr Extraladung oder mehr Extra-Chains mit reinnehmen. Denn die sind jetzt aktuell auf zweimal begrenzt. Ich habe hier insgesamt 60 Kugeln, also zwei hinten, vier vorne, links, rechts, 12, kommen insgesamt auf 30, Entschuldigung, auf 30 für alles einmal drumherum. Und das wird dann multipliziert. Also Anzahl aller Kanonen mal 2 ist die Standardmenge. Und dann kommt nochmal das dazu, was man eben durch diese extra Upgrades drauf machen würde. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch dann viel Spaß beim nächsten Video oder allgemein noch erfolgreiche Jagd. Bis dann, ciao.